alles, was ich irgendwie in diesen beiden Räumen unterbringen muss. Und ich sag's euch, diese Schränke werden Gold wert sein, weil ich halt einfach alles verstauen kann, was halt nicht schön aussieht. Das ist halt so praktisch. I love it. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Zeit in meinem kleinen süßen 7 Quadratmeter Zimmer liegt jetzt hinter mir und ich habe jetzt einfach ein richtig schönes Artstudio, in dem ich jetzt malen darf. Und heute in diesem Video werden wir das Ganze zusammen einrichten, ein bisschen dekorieren. Also macht es euch gemütlich, holt euch einen Tee, gebt dem Video ein Like und dann geht's los. So, der Schrank steht und ich finde, es sieht jetzt schon so cool aus. Und ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Regale. Aber ich habe jetzt auch meine ganzen Kartons angeschaut. Und ich habe da auch viel Dekozeug und Malzeug, Bücher drin, die ich eigentlich nicht alles nur in die Einbauschränke halt hauen will. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich doch noch irgendwie so ein, zwei Regale in den Raum stellen. Ich wollte dann das kleine Regal aus dem Eingangsbereich holen, aber ich habe was viel Süßeres da entdeckt, und zwar Chico, der so auf den Wagen rumgehopst ist, und Schmuni saß erst noch am Boden, aber es hat nicht lange gedauert, bis sie dann auch mit hochgehüpft ist. Und ohne Mist, das ist doch so ein Katzenparadies da oben. So, und eigentlich wollte ich jetzt das kleine Regal hier aus dem Eingangsbereich hier hinschieben, aber das geht nicht, weil die Katzen dass sie als Sprungbrett genommen haben, um auf die Balken zu kommen. Und wenn ich das Ding jetzt wegnehme, dann kommen die nicht mehr runter. Das heißt, wir warten jetzt kurz. Irgendwann kamen die beiden Schmausis dann doch runter und ich konnte ihnen ihr Sprungbrett klauen. Und tatsächlich hüpfen die jetzt auch in meinem Zimmer immer voll gern auf den Balken rum, wenn ich dort oben bin. Das ist so süß. Ich habe so, finde ich es schon mal echt cool. Da muss ich mir gar kein neues Regal bestellen. Ich denke, ich werde aber vielleicht den braunen Schrank noch mal irgendwie ein bisschen anmalen. Oder die Griffe schwarz machen oder so, damit es irgendwie noch so ein bisschen mehr zusammenpasst. Ich hatte eh schon mal mega Lust, irgendein Möbelstück ein bisschen zu verändern. Dann nutze ich es gleich mal. Ich bin allgemein mega, mega happy mit diesem Raum. Also, der ist einfach so besonders. Ich habe noch nie so einen Raum gesehen, mit einer Schräge, mit diesen Schränken, so einer komischen Säule in der Mitte, den Balken. Also, der ist schon von Grund auf irgendwie total artsy. Und ich freue mich so, so sehr, den einzurichten und dann zu benutzen. Als nächstes werde ich jetzt nach einem Zeichenschreibtisch suchen, der dann hier hinkommt, hinter die Kamera quasi. Ja, und dann werde ich einfach alles nach und nach einsortieren. Auf Amazon habe ich dann so einen richtig fancy Zeichentisch mit so einer schräg verstellbaren Zeichenfläche eben gefunden. Der ist so cool, ihr werdet ihn auch noch gleich sehen. Und danach habe ich mich tatsächlich daran gesetzt, mein Webseitenkonzept so ein bisschen zu überarbeiten und einfach mal so grob zu skizzieren, wie ich die Seite halt bald umbauen möchte. Denn ich plane aktuell, dass ich so im September ungefähr meinen nächsten Shopdrop mache. Und davor will ich eben auf jeden Fall die Webseite nochmal updaten. Gerade am Einräumen und irgendwie werde ich gerade fast so ein bisschen sentimental, weil mir halt irgendwie immer klarer wird, wie krass das eigentlich ist. Also was für eine
unfassbare Möglichkeit ich hier habe mit diesem Raum. Und ich bin irgendwie so dankbar, dass ich diese Chance überhaupt habe, mich hier so kreativ ausleben zu dürfen. Weil ich auch weiß, dass es der Traum von super vielen ist. Es war auch super lang schon mein Traum, so einen, ja, so einen Kreativraum einfach zu haben. Und jetzt ist es halt soweit. Und ich habe irgendwie Angst, das nicht richtig nutzen zu können oder es nicht richtig so wertzuschätzen, wie das halt, wie es das Ganze halt verdient. Und irgendwie habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Das klingt total weird, das online zu teilen, weil ich halt auch weiß, dass so viele andere sich das halt auch wünschen und nicht haben. Und ich hab's jetzt. Und ich will halt nicht, dass irgendjemand traurig ist, weil er sowas halt nicht hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt. Aber ich bin da immer so ein bisschen eigen irgendwie. Aber ich glaube, die beste Möglichkeit oder Lösung, wie diese Situation halt umzugehen ist, halt wirklich das Beste draus zu machen. Und ich werde wirklich mein Allerbestes geben, diesen Raum und diese Chance so gut es geht zu nutzen. Und ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum ich eben zurückkehre. Ich hatte ja so eine kleine Pause gemacht, weil ich mir halt so unsicher über das alles war. Aber ich will diese Chance einfach nicht wegwerfen. Das ist so eine einmalige Gelegenheit, dass ich das halt einfach nutzen möchte. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es ist gerade irgendwie echt schwer für mich zu realisieren und auch zu akzeptieren, dass ich das verdient habe. Und es tut mir, by the way, leid, dass immer so ein kleiner Teil vom Video abgeschnitten ist. Ich verwende nämlich aktuell meine Staffelei als Stativ. Ich habe das jetzt so organisiert, dass ich hier ein paar Bilder habe. Und hier habe ich den Rest meiner Bilder. Und ich glaube, leere Leinwände werde ich einfach hier in den Einbauschränken lagern. Das hier hat Schmuni vorne runtergeschmissen. Das muss ich gleich noch irgendwo einsortieren. Das lag bisher hier oben. Aber sonst finde ich, nimmt das Ganze schon echt Gestalt an. Hier hängen dann meine Outerwear-Jacken. Die Ecke dahin können wir noch ignorieren. Hallo, es ist jetzt schon für mich ein bisschen her, seit ich das letzte Mal was für YouTube gefilmt habe. Aber ich war nicht faul. Ich habe nämlich ganz fleißig mir für Instagram so ein bisschen Konzepte überlegt und habe da ganz fleißig ein paar Reels gefilmt und habe da so ein bisschen den Prozess begleitet, wie ich diese Ecke da hinten so finalisiert habe. Und ich finde, die ist echt hübsch geworden. Ich kann euch mal zeigen. Übrigens habe ich jetzt eine neue Kamera. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auffällt. Aber ich finde, die ist sehr ästhetisch geworden. Ich will hier unten ein bisschen Beleuchtung ergänzen, also die kommt dann da hoch, das liegt da gerade einfach nur. Aber ich finde, es ist sehr cool. Und heute habe ich mir überlegt, dass wir uns diese Ecke hier widmen. Dort soll nämlich mein Zeichenschreibtisch hin. Und ich habe da auch schon Pakete bekommen, die wir jetzt gleich auspacken werden. Also ich habe mir halt einen Zeichenschreibtisch und so einen Sattelhocker, heißt es, glaube ich, bestellt. Den werde ich jetzt aufbauen und mal gucken, wie ich mich dabei schlagen werde. Das hier ist jetzt, glaube ich, auch das erste Video, was komplett in der neuen Wohnung entstanden ist. Davor hatte ich ja noch, glaube ich, so ungefähr drei oder vier Videos so halb abgedreht in der alten Wohnung, aber nicht veröffentlicht. Aber diese Projekte sind jetzt beendet und ab jetzt geht es ausschließlich in diesem neuen Studio weiter. Und ich freue mich echt darauf, da nächtelang zu versumpfen, einfach nur zu malen und kreativ zu sein. Ich muss zugeben, dass ich in den letzten Wochen und Monaten aber eher weniger gezeichnet und gemalt habe. Klar war das irgendwie dem Umzug geschuldet, aber irgendwie, weiß nicht, hatte ich, glaube ich, auch so ein bisschen so einen Artblock. Ich bin halt jemand, ich overthinke immer sehr viel, wenn es halt so um Motive geht. Und
bevor ich irgendwas male, male ich halt gar nichts, was richtig dumm ist. Aber ich hoffe, dass ich da auch in den nächsten Tagen und Wochen da drüber wegkommen werde. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf hättet, so wie man einen Artblock überwindet am lebenden Beispiel. Also den Hocker aufzubauen war not gonna flex sehr easy. Ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, wie das mit dem Schreibtisch aussehen wird. Chico hat mir wieder Spaß mit Kartons. Ja, mal schauen, was es wird. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze hier aufnehme, ist übrigens in 3 Tagen Utopia. Das heißt, heute ist der 10. Juli und ich bin echt so gespannt, wie das Event wird. Ich habe sehr viel Vorfreude drauf, aber ich bin auch ein bisschen nervös, weil ich wie letztes Jahr mit Nils auch wieder so ein Klaviermedley zum Beispiel gemacht habe. Und ich habe das Gefühl, wir haben dieses Mal komplett übertrieben. Also das Ding ist, es ist halt für uns beide deutlich schwerer als letztes Jahr. Aber dem Zuhörer oder Zuschauer würde es halt nicht auffallen. Und ich frage mich gerade so, warum haben wir es uns so schwer gemacht? Aber naja, es wird bestimmt trotzdem großartig. Und ansonsten ist es natürlich immer aufregend, wenn man so ein Event halt zusammen mit ein paar anderen plant und halt man selber mit ein paar anderen halt dafür verantwortlich ist, dass es halt klappt. Aber ich bin da guter Dinge. Letztes Jahr hat es ja auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann auch nicht leugnen, dass ich mich ein ganz klein wenig auch darauf freue, wenn sie da vorbei ist. Nicht, weil ich keinen Bock drauf habe, sondern weil ja einfach so eine Last so ein bisschen von einem abfällt. Solange das halt noch nicht war, denkt man die ganze Zeit, oh Gott, was ist, wenn was schief geht? Was ist, wenn... Weiß ich nicht. Aber ich freue mich einfach auf den Sonntag, wenn es gut gelaufen ist und man sich wieder auch auf neue Projekte fokussieren kann. Weil es ist schon so, es ist immer so 10% in meinem Gehirn eingenommen hat. Und ich will dann auf jeden Fall wieder mehr Musik machen. Oh Gott, ich weiß, ich sage das so oft, aber ich nehme mir nie die Zeit dafür, es ist so schlimm. Aber ich will wirklich wieder mehr Musik machen. Und ich habe auch ein paar Ideen von ein paar Originals, die ich dann in den nächsten Wochen, Monaten hoffentlich mal als EP rausbringen werde. Und ich hoffe auch so sehr, dass ich irgendwann mein Album mal fertig bekomme. Ah, ohne Mist, ich glaube, die Idee für ein paar Tracks habe ich schon seit 6-7 Jahren. Aber ich habe es halt nie ausproduziert. Es ist so dumm. Und ich habe mir halt auch so eine richtige Story zu dem Album ausgedacht. Und ich würde es mir halt niemals verzeihen, wenn ich das nie rausbringe. Also ich muss mich jetzt echt mal dran halten. So sieht jetzt der aktuelle Stand vom Schreibtisch aus. Also ich bin fast fertig. Und es ist total random, aber ich wollte es euch trotzdem erzählen, weil ich sonst keinem erzählen kann. Ich höre ja immer sehr gerne 3 Fragezeichen, wenn ich was aufbaue oder so. Aber aktuell läuft auf Twitch Trickmania Deep Dip 2. Wird wahrscheinlich kaum einem was sagen, aber es ist einfach eine sehr große Rennstrecke in Turmform, die halt verschiedene Trickmania Player halt spielen. Das ist halt so ein Rennspiel. Oh Gott, ich bin so schlecht im Erklären. Aber für denjenigen, der es als erstes schafft, der kriegt $13.000 oder Euro, keine Ahnung. Und es ist so spannend zuzugucken, weil es auch so schwer ist. Und wirklich 24/7 läuft bei mir momentan noch irgendein Trickmania-Stream. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr davon gehört habt oder so. Stand jetzt ist, glaube ich, gerade der Highscore oder der Weltrekord bei Floor 14. Das heißt noch 3 Floors und dann ist das Ganze durch, das ganze Stream-Event. Ich bin mal gespannt, ob zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video rauskommt, der Turm schon gezogen wurde. Ich glaube schon, aber ja, große Empfehlung, dann mal so ein paar Videos davon anzugucken. Das ist echt spannend. Heute ist der erste Tag, wo ich meinen neuen Arbeitsplatz mal nutze. Und hier habt ihr jetzt ein bisschen behind the scenes für meinen Instagram-Content. Ich bin ja gerade so ein bisschen am
gucken und vorproduzieren, was ich da halt so posten will. Und aktuell male ich eine Jeansjacke. Eigentlich will ich keinen Jeansjacken-Content auf meinem Hauptkanal, aber ich denke, keine Ahnung, mal so ein Reel zwischendurch wird keinem wehtun, zumal der aktuelle Instagram-Account ja auch so wenig bespielt wird aktuell. Da hat man immerhin ein bisschen Artwork-Content, auch wenn es nicht auf dem eigentlichen Kanal ist. Und nebenbei läuft natürlich Trackmania, weil ich es absolut liebe. Sie sind gerade auf fast Flur 16. Also ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis sie mehr geknackt wird. Ich bin gespannt. So sieht jetzt der fertige Stand vom Art Studio aus. Die Ecke hier hinten mag ich richtig, richtig gerne. Ich finde, die ist so schön dekoriert. Und da sind einfach so viele tolle Details drin, wie dieser Kunstkalender, diese Holzkatzen, die ich schon seit Ewigkeiten habe. Und natürlich auch meine bemalten Schuhe, die ich aber leider nie wieder anziehen kann. Wenn wir dann ein bisschen weiter in den Raum gehen, kommt mein Schreibtisch und meine Staffelei. Aktuell sind meine ganzen Malsachen in dem Schrank gelagert, aber ich überlege, ob ich mir hier neben meiner Staffelei noch irgendwie so einen kleinen Rollcontainer oder irgendwas stelle, damit ich das halt immer so parat habe. Ich finde auch, dass die Ecke noch so ein bisschen leer aussieht, also vielleicht stelle ich da in Zukunft noch ein paar Pflanzen hin. Oder ich würde mir auch voll gerne so kleine Mini-Regale aufhängen und auch so ein paar Zeichnungen von anderen Künstlern aufhängen oder so. Da muss ich nochmal überlegen und schauen, wie ich das noch weiter dekorieren möchte. Aber hier kann man auf jeden Fall schon super drin arbeiten und ich bemale hier gerade auch wieder eine weitere Jeansjacke. Ich glaube, ich erwähne das hier auf YouTube gar nicht so oft, aber ich bemale tatsächlich Jeansjacken auf Auftrag. Und wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mir gerne mal auf artwear.de folgen. Ich poste dazu nicht so viel, aber wenn ihr Bock auf eine bemalte Jeansjacke habt, dann könnt ihr mir da gerne mal eine Nachricht schreiben. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, dann schreib mir doch mal in die Kommentare, was dein Lieblingskuchen ist. Meine ist Donauwelle. Und wenn du es nicht schon getan hast, abonniere gerne den Kanal. Weil wenn du dir jetzt das ganze Video reingezogen hast, ist die Chance sehr hoch, dass dir diese Videos hier gefallen. Wenn dich interessiert, wie ich mich an eine 7-Tage-Challenge geschlagen habe, wo ich jeden Tag ein Porträt gezeichnet habe, dann schau dir das Video an. Ich war so lost teilweise. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Montag wieder. Tschüssi!